Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Witcher 3 in Novigrad. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Halt den Sabbel, am Kräuterkundler. Willkommen, willkommen. Was hast du denn da? Will ich mal meine letzten Öle herstellen? Ich brauche Misteln. Jo. Erstmal zwei, das reicht. Eigentlich brauche ich auch noch Mutterkornsamen, die hat er leider nicht. All dieweil bräuchte ich für das Drakonidenöl, das kann ich noch nicht, das nervt mich ein bisschen. Wir können aber jetzt mit dem Misteln das Reliktöl machen. Gleich auch noch eine Stufe besser. Jetzt fehlt mir schon wieder ein bisschen was. Und zwar Höhlentrollleber. Jemine, wie war die denn mal schnell her? Albedo. Kann ich das herstellen, Albedo? Zement und Geistblatt. Was hast du denn da? Wir gucken nochmal ganz kurz. Geistblatt. Jetzt brauchte ich eine. Ja, zwei ist egal. Und Piment. Sehr gut. Konstruktöl nehme ich auf jeden Fall. Ah, das geht auch. Mal ein paar Sachen hier zusammen klimpern, dass wir hier mal uns vernünftiges Öl aufs Schwert schmieren können. Würde aber sagen, Erinienauge. Das sind so Sachen, die muss ich aus irgendeinem Monster rausprügeln, würde ich sagen. Kriege ich nicht so einfach. Höhlentrollleber, das wird auch nichts. Gift der Henken, das kann ich mir noch machen, durchaus. Renaria hat er vielleicht da. Schade, keine Mutterkornsamen. Ich weiß nicht, wo ich die herbekomme. Oder kann ich die herstellen? Nee, wahrscheinlich auch nicht, ne? Eine weiße Möwe brauche ich dafür. Hm. Aber wenn ich hier so durchgucke, nee. Gut, bisschen was haben wir gemacht. Bis dann. Das, was jetzt erstmal ging. Wir wollen die Schatzsuche fertig machen, um uns eine bessere Rüstung zu bauen. Da haben wir noch ein Stück vor uns. Meine Rüstung habe ich klar gemacht. Beim Schmied erstmal wieder alles repariert. Und hier ist das nächste Teil. Da können wir mal zum Südtor rüber. Da haben wir es nicht ganz so weit. Mitten in der Stadt. Okay. Zeit der Reinigung. Rettet uns vor den Bösen. Das Feuer wird die Geschwüre ausbrennen und alle Sünder verschlingen. Benimm dich. Jetzt fällt mir gerade auf, ich habe beim... Ich muss hier rum, oder was? Ich habe beim Händler meine Greifenklamotten verkauft. Das war gar nicht mal so schlau. Im Leben muss man was riskieren und nicht einstecken. Ich brauche die ja, wenn ich die Greifenschulenausrüstung verbessern will, brauche ich ja die Grundzutaten. Das habe ich jetzt ein bisschen verpeilt. Wo bin ich hier denn? Ich glaube, hier bin ich falsch. Das wird ja jetzt wieder ein schönes Gesuch werden hier in der Stadt. Okay. War sie hinter der Wand hier? Ach, komm schon. Geralt, du bist ja aber unbeweglich.
das sein? Hey du, hast du Stutenfohlen gesehen? Rummelt wird nicht. Was zur Hölle ist Stutenfohlen? Ich dachte von hier irgendwo da hoch. Wo ist Eustachius? Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Ja, tut er. Aber jetzt gibt es so viel Arbeit. Irgendwie klettern oder was? Die Feuer im Krematorium brennen Tag und Nacht. Nee. Die Stadt muss gereinigt werden. Warte mal, hier kommst du schon mal hoch. Würde mich nicht wundern. Wir laufen Scheiße und Alter vom Wagen. Oh, ja, sofort. Das ewige Feuer sei mit dir. Haben wir hier die Kerze geklaut, aber hier sind wir nicht auf dem richtigen Weg. Mystische Paste, na ja, gut, gib mal her. Bist du mager? Geht eigentlich noch. Komm ich hier noch weiter nach oben? Bist du mager? Naja, ich hab's verstanden. Hier kommst du noch hoch. Als Verkleidungskünstler verdienst du sicher mehr als durch deine Hexerei. Hm? Heiliger Dorsch. Hier bin ich falsch. Würde ich sagen. Ich hab's. Hier bin ich nicht falsch. Wollte ich nur mal sagen. Wow. Ich hasse die verdammten. Das war jetzt nicht so schwer. Ja, kann sein. Manche leben. Wo müssen wir hin? Fürs nächste Teil. Das geht. Hier haben wir wenigstens schon einen Schnellreisepunkt aufgedeckt. Dann stürzen wir uns mal wieder runter nach Fehlen. Schöne Knüppelei, sich hier die Ausrüstung zusammen zu klauben. Aber wir kriegen das hin. Könnt ihr gleich mal gucken, wo das Zeug alles rumfliegt. Ist ja doch ein ganzes Stück. Ich schätze mal, da gibt es wieder was aufs Maul. Beziehungsweise können wir mal wieder was austeilen. Dann würde ich mal kurz rasten, weil mit den Tränken ist es auch nicht mehr so weit her. Außerdem würde ich gerne bei Tag unterwegs sein. 5 Uhr. Sehr gut. Wie weit ist es denn? Brauche ich Plätze oder mache ich das zu Fuß? Das ist nur ein paar Schritte weg. Das mache ich zu Fuß. Ja. Komm schon. Wow, knabbert er mich einfach so an. Ihr Hundis. Gebt mir euer Fleisch. Und natürlich sind da noch mehr von den Hunden. Kann ich nämlich gleich nochmal die Gelegenheit nutzen. Und ein bisschen Kräuter einsammeln. Ihr habt es ja gesehen, da fehlt noch so einiges. Ich hätte schon gerne eine vernünftige Auswahl an Tränken, wenn ich in dem nächsten Monster eins auf den Deckel geben soll. Dann kann das nämlich nicht schaden, Schildkraut. Problem ist nur, das sind so viele, ich kann mir auf jeden Fall nicht merken, was ich da alles brauche. Also sammle ich einfach alles ein, was mir über den Weg läuft. Weiße Myrte. Oh, wir sind schon da. Hey. Blendet das. Mhm.
man da mal rein ins Unglück. Pilze, ich weiß gar nicht, ob ich... Nee, ist das düster hier. Ob ich die jemals schon mal gebraucht habe. Nicht hier schon mal in der Höhle gewesen? Flüchtling. Oh. Bei Kreve, deine Augen leuchten so im Dunkeln, ich dachte schon, die Echse kommt. Das Ding, das angegriffen hat, wie groß war es? Zu groß, um sich hier reinzuquetschen. Es war riesig. Und diese Zähne. Oh. Wir sind mit knapper Not entkommen. Ob es die Kaufleute erwischt hat? Drauf angelegt hatten die Hurensöhne es ja. Jetzt kommt's drauf an, hier rauszukommen. Kannst du helfen, Hexer? Alles klar. Wenn ich jetzt mal wüsste, was das für eine Quest ist, schaue ich gleich nach. Erzählt mir, was passiert ist. Ein paar Kaufleute haben uns angeheuert. Damit wir sie auf der Hauptstraße beschützen, hieß es. Aber sie hatten uns im Handumdrehen gefesselt wie Kälber. Wieso? Sie waren so freundlich, uns zu erklären, dass wir ein notwendiges Opfer für den Fortschritt und den Handel sind. So haben sie uns zurückgelassen, als Monsterköder an den Wagen gebunden. Nicht lange darauf erschien eine riesige Echse, als hätte ihr Meister gepfiffen. Die Monster haben wohl inzwischen verstanden, dass die Armeevorräte diesen Weg nehmen. Ja, die Echse war gerissen, hat uns direkt abgeschnitten und hier reinkriechen lassen. Der arme Tomil hat's nicht geschafft. Ich muss mich um das Monster kümmern. Lange werde ich wohl nicht suchen müssen. Wyvern bringen ihre Beute gern zum Nest. Wir warten hier. Wollen dir nicht im Weg stehen. Naja, nicht. Königlicher Wyvern, ich Glückspilz. Ah, Phantom der Handelsroute. Ich... Wow, glaube... Da könnten wir uns... Ne, 23 ist okay. Finde das Wyvernest. Bringen wir hin, machen wir schnell mit weg. Bestiarumseintrag hinzugefügt. Da würde ich doch gerne mal gucken. Königswyvern. Goldener Pyrol. Tätsche Drakonidenöl. Sehr gut. Außen? Naja, dann gucken wir uns noch mal eben hier in der Höhle ein bisschen um. Groß genug ist sie ja. Oh. Hat ein paar Blumen dabei. War das der Tomil? Stimmt, oder? Auch bloß raus. Muss doch aber irgendwie. Ist doch bestimmt noch eine Kiste. Oh, hier geht's auch bloß raus. Oh, wir hatten Apfel dabei. Die Ärmste hat's auch erlegt. Naja. Willst du machen, ne? Bei einer Königswiefern zieht man schon mal den Kürzeren. Müssen wir denn hin? Ach, hier rüber. Ja, dann wäre, glaube ich, der andere Höhleneingang schon besser. Und da sind natürlich auch noch zwei Fragezeichen. Versuche ich doch mal einen anderen Höhleneingang zu nehmen, dass ich gleich auf der anderen Seite rauskomme. Oh. Hier noch hoch. Was ist das finster hier drüben? Muss ich auch noch rüberspringen?
cool. Ich glaube, hier sind wir auf einem besseren Weg. Ist zumindest kompliziert genug. Hier ist auch nochmal ein Ausgang. Mann, oh Meter, wo soll ich denn lang? Nicht da runterfallen. Gleich zwei von den Biestern. Sollten wir erstmal eine ausschalten. Und dann drauf. Hätte ich auch mal ausweichen können. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Die haben die Leute nicht angegriffen. Hier muss sich irgendwo ein königlicher Wyvern verstecken. Da werden noch mehr schlüpfen. Ich muss die Nester zerstören. So aus. Cool, wo ist das zweite? Ah, hier. Ein Drakonidennest. Ich muss es zerstören. Ich schmier mir trotzdem noch mal ein bisschen Öl auf die Klinge. Muss ja dann Drakoninenöl sein. Zucköl. Insektöl. Ist das, was ich nicht bauen konnte? Natürlich ist es das, was ich nicht herstellen konnte. Dann läuft's ja. Oh oh. Oh oh. Coole Hörner. Alter, sieht aus wie der Teufel persönlich. Bin ja mal gespannt, wie gut ich die wegkriege. Lande mal bitte. Fetten Schaden, das Biest. Aber. Wir allerdings auch. Sehr gut. Nimm eine Trophäe. Der ist ja riesig. Wie heißt er nochmal? Königlicher Wyvern. So groß werden sie sonst nicht. Hat wohl viel gefressen von den Reisenden auf dieser Straße. Wie nennt man dich, Meister? Geralt von Riva. Geralt von Riva. Das ist doch mal eine Erzählung wert. So ist es, Jungs. Habt euch schön in der Höhle verkrochen. Nimm die Trophäe. Hier ist sie. Bin ich denn so weit? Bandbuch, Schädel. Wyvern-Trophäe. Schlitzen wir uns mal raus. Sehr gut. Und Plötze ist gleich da. Okay. Ja, warum nicht? Wir müssen eh noch die Belohnung abholen. Eieiei. Von hier da unten auf die Insel. Jetzt
eigentlich nicht so eine Lust, da einen Körper zu machen. Ich will erstmal die Belohnung haben. Und plötzlich können wir wieder zusammen eine Reise machen. Die lassen wir mal links liegen. Leute nach Ochsenfurt bringen wollten. Was ist auf den Kannst du wegstecken. Die Hunde sind da geblieben. Sie sind nicht zurückgekommen. Sie müssen auf der anderen Seite des Ponta geblieben sein. Oh, gib mal her hier. Sei gegrüßt. Moin. Ich habe eure Freunde gefunden. Ja, ich habe mit ihnen gesprochen. Verdammter Jammer, dass Tomil es nicht geschafft hat. Hier, nimm dies. Danke. Mach's gut. Ich will mal ganz kurz einen kleinen Auftrag nochmal mit eingeschoben, wenn sich's gerade so anbietet. 250 Erfahrungspunkte immerhin. Na gut, war ja über unserem Level. Da haben wir auch das meiste geschafft hier. Mysteriöse Spuren müssten wir fast noch machen. Vielleicht können wir das auch nochmal erledigen, wenn wir hier auf Schatzsuche weitergehen. Und zwar, jo, Katzenschule. Level 30 ist dann doch noch sehr hoch und das ist im Kaer Morhen. Na, Wolfenschule haben wir ja auch noch. Lass mal Katzenschule machen. Das ist natürlich auch gleich wieder super. Ochsenfurt. Hä? Ja. Dann machen wir uns erstmal nach Ochsenfurt. Diese Jungs, die die Kaufleute nach Ochsenfurt bringen wollten. Keine Ahnung, was aus denen geworden ist. Wie? Ah, hier. Steinbruch der Alten. Ah, okay. Nee, kommen wir schon mal in Ochsenfurt vorbei. Da waren wir ja auch schon lange nicht mehr. Das ist ja nochmal ein Stück des Weges. Aber wir wollen ja die Ausrüstung mal komplett ausprobieren, die Beine. Oben auf dem Dach oder wo? Oder muss ich hier unten drunter irgendwo kriechen? Hier oder was? Hier. Dann wird es wohl bei ihm im Keller liegen. Sehr geil. Waren schon 20 Mal hier. Keller haben wir natürlich noch nie nachgeguckt. Gut, wenn du es nicht weißt. Hier eine komplette Höhle unter seinem Keller. Unter seinem Haus. Und was für eine. Schlüssel benötigt. Verdammt, nur eins. Schon kriechen wir wieder in der Kanalisation rum. Geht schon nicht weiter. Soll ich vielleicht erstmal durch die Wand gehen oder? Hier geht es ja noch kilometerweit weiter. Wir atmen uns hier mal durch. Gar nicht.
Nee. Das geht tatsächlich nicht. Alles klar, ich habe es wohl durch die Wand mir aus der Kiste rausgegriffen. So gierig bin ich. Okay, dann würde ich aber trotzdem noch mal gucken, was zur Hölle hier unten noch weiter los ist. Okay. Hier bin ich in dem Weinkeller vom Hurensohn Junior. Bin ich nicht alles täuscht. Ja. Steckte Fackel weg. Wir haben ja schon alles ausgelöscht. Liegt aber noch drum. Den Schlüssel zum Anwesen? Weiß gar nicht, gab es hier irgendwas, was hier noch verschlossen war? Ich glaube, hier war ich doch überall, oder? Und da unten war ja noch was, was verschlossen war. Vielleicht könnte ich das nochmal eben ausprobieren. Wenn ich jetzt schon mal hier bin. Aber ich glaube nicht, dass es der richtige Schlüssel dafür ist. Die eine Tür da in der Kanalisation. Mach mal Licht bitte, ich sehe nichts. Tür, war die hier? Ja. Nee, scheiße. Na gut. Hätte ja sein können. Haben wir uns halt hier beim Schmied wieder hoch. So. Verbesserung der Handschuhe als nächstes. Sehr gerne. Bis jetzt war das ja durchaus machbar. Arsch, warum sind hier alle Türen zu? Sieh an, der Herr mit den lustigen Hosen. Was? Sieh dir erstmal selber richtig an. Komm, blöd, Mann. Ehrlich mal. Jo. Zum Steinbruch der Alten. Naja, gleich zum Westtor. Und mal schnell darüber gereist. Du wirst erstickt. Da kommen wir doch voran. Irgendein Halsabschneider. Der berühmte Gerald von Riva. Alle Hexen, die einfach zu kriegen waren, sind schon verbrannt. Ich könnte eine schnelle Nummer. Was tun für Geräusche? So, lassen wir uns mal nicht allzu sehr ablenken. Und machen wir in den Steinbruch. Muss mal die Handschuhe zu holen. Hallo. Wow, cool. Brauchen wir, glaube ich, nicht lange suchen. Müssen bestimmt hier irgendwo in den Steinbruch selbst reinkrabbeln. Verschwinde von hier! Nee, nee. Keinen Schritt weiter! Sonst gibt es noch eine Leiche. Hör mal, ich... hinter dir. Wenn du glaubst, dass ich darauf... Oh, du Wichser!
Waffen! Zu den Waffen! Monster kommen! Reißt ihm die Eier ab! Paar Eibühle. Ich will nicht sterben! Danke! Ohne dich wäre es aus mit uns gewesen. Todsicher. Das ist. Jetzt darf ich mich hier aufhalten, oder was? Ein paar Ghule da. Oh, die haben aber ganz schön was weggemacht hier von den Jungs. Das sind ja ganz schöne Stümper. Das stört euch ja auch nicht, wenn ich mir hier ein bisschen was einstecke, ne? Jetzt gibt es nämlich für euch auch was auf dem Moppen. So, mal her, das Kistchen. Flasche. Ah, hier ist sowas. Na, sehr gut. Haben wir auch. Ist abgeschlossen. Okay. Haben wir alles aufgesammelt? Was gibt's denn hier für Kräuter? Stimmt diese? Nee. Ach so, das sind die Pilze. Nee, die will ich ja nicht. Ja, sicher, er wird das mal ausgeplündert. Das war, glaube ich, weiße Myrte. Da haben wir genug von. Ja, ich glaube, hier können wir weiterziehen. Ah, schon dran vorbeigerannt wieder, Mensch. Braucht ja auch keiner was. Pilze gibt es hier echt mal mehr als genug, aber ich glaube, da habe ich auch schon 4000 Stück gefühlt von in der Tasche. Quests. Wo geht's denn weiter? Wolf. Haben wir noch Katze? Oh, Teil 4. Kann das sein, dass wir Teil 3 doch da... 29 ist natürlich schon echt knackig. Das könnte glatt. Hier in Osten ist auch was in der Höhle. Da bin ich natürlich schon gewesen, ne? Und habe das Vieh, glaube ich, sogar schon weggemacht. Da könnten wir tatsächlich mal weitermachen. Handwerk. Würde ich glaube mal gucken. Was können wir denn? Katzenarmbrust 29. Wir müssen ja eh noch ein bisschen leveln, bevor wir das Zeug überhaupt tragen können. Verbesserten Greifenhandschuhe. Ja, Level 23 müssen wir erst werden. Boah. Okay. Um die verbesserte Katzenrüstung zu tragen. 21 sind wir gleich, also zwei Level noch. Dann könnten wir eigentlich... Das normale Katzensilberschwert ist ja schon besser. Und das verbesserte könnten wir uns von den Greifen schon mal machen. Ja, weil drei Level ist noch ganz schön lange hin. Komm, wir machen uns mal die Greifenrüstung, die verbesserte. Dann sollten wir mal zurück nach... Novigrad zum Hafentor. Und gucken mal bei unserem Kumpel Hattori vorbei. Ah, die Quest hat noch einen Tod. Weitergehen! Pass bloß auf, tu nicht gut. Das hier ist Novigrad. Noch ein nicht anderes. Hey, ja, was ist hier denn los? Ist das langweilig? Hexer! Nicht schon das Wort. Ich will mich hier mal durchdrängeln, bitte. Es wird regnen.
verdammter Hexenfreund. Hallo? Normalerweise bin ich doch hier in aller Munde. Ich wollte es gerade sagen, ich bin falsche Seitenstraße rein. Ich muss mal. Herrschiger Köter! Sekunde, ich muss mich kurz zurückfinden. Mann, das ist aber voll hier, ey. Hilfe, rette mich. Ich sterbe. So. Was würde ich noch mit euch zusammen machen? Ah. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Bastel mir mal bitte was. Mal gucken, was wir dafür brauchen. Ja, genau, das Greifenschwert, was ich verkauft habe. Ach, verdammt. Da musst du mir halt nochmal eins machen. Das nutzt ja nichts. Also Leute, behaltet die alte Rüstung bloß da. Schmeißt sie in eine Truhe. Das kostet nur unendlich Meteoritensilberbarren. 600. Würde ich mir ja vielleicht. Eine Verbesserung? Zerlegen sollst du mal bitte. What? Wo könnte ich die denn? Habe ich hier irgendwie? Was ist denn das hier? Silber und Seide, Silberbarren. Nee, das muss ich, glaube ich, bei mir. Eisenerz, ich weiß gar nicht. Diese Perlen, wo kriegen die her? Ach so, hier aus den Muscheln. Ja, na klar, die muss ich auch mal zerlegen. Dimeritium. Ich brauche Meteoriten, ne? Hier unten sind ein bisschen die cooleren Sachen. Dunkeleisenbahn. Ich habe ja, oh, hier. Jo, Meteoritenerz. Das brauchte ich doch, ne? Ich hoffe es. Weil die Barren jetzt zu zerlegen, das wäre ja auch bescheuert. Ich muss mal gucken. Sorry. Nee. Meteoriten-Silberbarren. Brauche ich. Dachte, das wären die gewesen. Den Meteoritenbarren. Und wie kriege ich da. Bis dann. Meteoritensilberbarren raus. Kann ich mir die herstellen? Ja, warte mal, Handwerk. Da, Handwerk. Ist auch nicht viel besser, ne? Wo sind denn hier Handwerkszutaten? Da. Ich glaube, ich eben auch nachgucken können. Meteoriten-Silberbarren. Ja, kann ich mir noch. Ach, Silberbarren brauche ich. Wie kriege ich die? Okay, wir müssen Silberbarren machen und dann Meteoriten-Silberbarren. Dori. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Lange nicht mehr gemacht. Ich muss erst mal würdest gucken, wie das funktioniert. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? So, das heißt, er soll uns. Hätte ich hier auch gucken können. Mann, nur Meter. Wir brauchen die Silberbarren. Ich krieg's hin.
Und jetzt Meteoritensilberbahn. Das heißt, mit ein bisschen Glück kannst du mir jetzt auch mein Schwert machen. Ja, wird ja auch Zeit. Ah, sehr gut. Hat ja lange genug gedauert. Ja, Katze brauchen wir noch 3 Level, aber was soll's, wir haben genug Kram. Wir machen uns jetzt schon mal die verbesserten Klamotten, die wir da haben. Reifenstahlschwert haben wir auch ein besseres. Da, muss ich mir auch ein paar Zutaten zusammenklauben. Ein Dunkelstahlbarren und Lederstücke, die können wir auch kaufen. Dann würde ich das noch fertig machen. Mir die komplette Greifenausrüstung zusammenbasteln. Bis dann. Mach's gut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn ich fertig bin. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr hattet Spaß beim Zusehen. Lasst mir einen Daumen da und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal The Witcher 3. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.